Letzte Woche habe ich euch bereits sechs tierische Straftäter gezeigt, doch das waren längst nicht alle. Deshalb heute sechs tierische Straftaten Teil 2. Autobahnlärm gelegt. Im letzten Jahr sorgte eine Schwanenfamilie wohl für einige wütende Autofahrer, denn anscheinend wollten diese die Autobahn 5 bei Hartheim am Rhein überqueren. Die Polizei sperrte kurzerhand Teile der Autobahn, sodass die Autofahrer nur noch mit reduzierter Geschwindigkeit fahren konnten. Nachdem die Vögel jedoch eingefangen wurden, konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Leider verläuft so ein Vorfall nicht immer gut. Ebenfalls im letzten Jahr wurde ein Großteil einer Schwanenfamilie auf der Autobahn 9 bei Dessau-Roßlau getötet. Das große Krabbeln. Wenn die Feuerwehr aufgrund eines sinnlosen Anrufes ausrücken muss, ist das nicht witzig und besonders ärgerlich. Ein wenig schmunzeln mussten aber wahrscheinlich alle Beteiligten bei unserem nächsten Straftäter. Oder sollte ich unseren Straftätern sagen? Im März diesen Jahres suchten die anrückenden Einsatzkräfte der Feuerwehr in einem Studentenwohnheim in Aachen vergeblich nach einem Feuer. Stattdessen fanden sie jedoch einige Ameisen, die, wie sich später herausstellte, im Rauchmelder herumkrabbelten und von dem Gerät fälschlicherweise als Rauch erkannt wurden. Alarmanlage emittiert. In Riedlingen hat eine besorgte Anwohnerin die Polizei gerufen, weil sie eine vermutliche Alarmanlage gehört habe. Doch anstatt eines Einbrechers fanden die Beamten eine Eule, die vor sich hinschrie. Nach Angaben der Polizei war diese bereits polizeibekannt, da sie bereits in den Nächten zuvor ähnliche Einsätze verursacht hatte. Der Grund für das Geschrei konnten die Gesetzeshüter nicht herausfinden, da sie das Tier wohl kaum befragen konnten. Vielleicht hatte sie auch einfach nur bei Zalando bestellt. Schnarchen auf dem Balkon. Wenn man nachts auf seinem eigenen Balkon ein Schnarchen vernimmt, fragt man sich schon, wer oder was auf dem Balkon ist. Dies musste auch eine Frau bei Braunschweig erleben, die panisch bei der Polizei anrief, um ein Schnarchen auf ihrem Balkon zu melden. Als die Polizei dann an Ort und Stelle eintraf, stellte sie fest, dass das Schnarchen von zwei Eulen in einem Lüftungsschacht neben dem Balkon kam. Was es nicht alles gibt. Betrunken auf dem Radweg. Aus Sorge um einen Waschbär, der am Wegesrand vor sich hinschwankte, rief ein Passant im September 2017 die Polizei. Als die Beamten jedoch am Radweg im unterfränkischen Bad Rheinfeld ankamen, stellten sie fest, dass das Tier nicht verletzt, sondern stark alkoholisiert war. Wahrscheinlich hat der Waschbär zu viel von den vergorenen Trauben im Weinberg genascht. Auto gegen Esel. Die wohl bekannteste tierische Straftat, die es sogar vor das Gericht schaffte, ereignete sich im hessischen Schlitz. Dort bis 2016 der Esel Vitus in den orangefarbenen Sportwagen und verursachte dabei einen Lackschaden von ca. 5.800 Euro. Was den Esel dazu bewegt hat, in den Wagen zu beißen, ist unklar. Der Eigentümer des Autos jedenfalls klagte und das Gericht entschied 2017, dass der Halter des Esels für den Schaden aufkommen muss. Auf jeden Fall ist das eine wirklich kuriose Geschichte und Vitus ist nun wohl einer der berühmtesten Esel Deutschlands. Es ist wirklich sehr interessant, was Tiere allein alles so verbrechen können. In diesem Video waren wirklich sehr skurrile Geschichten dabei. Und ich bin gespannt, was die Zukunft uns noch so bringt. Wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, abonniere mich und aktiviere die Glocke. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und sollte heute Nacht jemand auf deinem Balkon schnarchen, du weißt Bescheid.